Wir können uns nicht gegen ökonomische Gesetzmäßigkeiten stellen. Man hat jetzt, denke ich, die Grunderkenntnis gewonnen, dass Sozialstaat und offene Grenzen nicht miteinander vereinbar sind. Wir können nicht die ganze Welt retten, weder durch die Klimapolitik noch durch die Aufnahme aller Mühseligen und Beladenen in der Welt. Und jetzt prallt eben tatsächlich der Moralismus auf das ökonomische Gesetz. Und wir sehen, die Kosten laufen aus dem Ruder. Und dann dauert es leider viel zu lange, bis die Menschen aus dem Sozialstaat herauskommen und Arbeit finden. Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, heute wollen wir uns mal ein bisschen beschäftigen mit dem Thema politischer Moralismus versus ökonomisches Gesetz. Und das wollen wir mal so ganz nüchtern und wissenschaftlich angehen. Und dafür haben wir einen spannenden Gast bei uns, freue mich sehr. Er war natürlich schon öfters bei uns zu Gast. Er ist Volkswirt, war viele Jahre beim Internationalen Währungsfonds, später bei Goldman Sachs und dann auch noch Chefvolkswirt der Deutschen Bank und leitet heute den Think Tank Flossbach von Storch Research Institute. Ich sage herzlich willkommen, Thomas Mayer. Guten Tag. Ja, freue mich sehr, dass es mal wieder klappt. Ja, wir wollen natürlich das Thema der Stunde so ein bisschen anpacken, sprich auch das Thema Migration. Wir wollen keine Kneipendiskussion draus haben mit Schaum vor dem Mund, sondern eben uns, so wie man das von Ihnen kennt, uns da wissenschaftlich dran abarbeiten. Also wie gesagt, moralischer, politischer Moralismus versus ökonomisches Gesetz. Da stelle ich jetzt mal die, naja, rhetorische Frage, was dominiert in Deutschland im Moment? Ja, in Deutschland dominiert der Moralismus, würde ich sagen, der politische Moralismus. Aber wie wir als Ökonomen wissen, und das geht ja zurück auf den berühmten Artikel von Eugen von Böhm-Bawerk aus dem 19. Jahrhundert, am Ende dominiert das ökonomische Gesetz. Die Politik kann sich dem nicht entziehen. Mhm. Sie haben einen recht spannenden wissenschaftlichen Beitrag darüber geschrieben und steigen natürlich ein mit Milton Friedman. Man kann nicht gleichzeitig freie Einwanderung und einen Wohlfahrtsstaat haben. Warum ignorieren wir das? Ja, das ist ein interessantes Video, das Friedman in einem Talk, in einer Vorlesung könnte man sagen, aber mehr informell gegeben hat Ende der 90er Jahre, indem er das ganz klar formuliert hat. Ich kann auf der einen Seite einen Sozialstaat haben, dann muss ich aber die Zuwanderung strikt regulieren, sonst wird der Sozialstaat überfordert. Oder aber ich öffne die Grenzen und dann muss ich aber den Sozialstaat beenden, denn dann kommen alle Leute rein und dann wird sich das so aussortieren. Ob das jetzt natürlich gesellschaftlich im Einvernehmen geschieht, ist eine andere Frage. Diese Einsicht, das ist interessant, diese Einsicht, haben die Dänen gelernt. Das ist eine sozialdemokratische Staatschefin, Frau Frederiksen, die genau dieses Friedmannsche Verdikt umgesetzt hat. Die Dänen haben ihren Sozialstaat, schließlich macht die sozialdemokratische Politik, aber sie regeln die Einwanderung halt auch strikt. Mir scheint, bei uns hat man diese einfachen Grundweisheiten nicht kapiert oder zumindest bisher nicht kapiert. Jetzt lockert sich so ein bisschen das Ganze, man hat einen nüchterneren Blick auf die Lage und lässt sich nicht rein vom politischen Moralismus mehr treiben. Aber wir haben ja von Mutti gelernt, wir schaffen das. Ja, das war natürlich ein sehr schicksalsschwerer Satz. Wir schaffen das nicht. Mit diesem Satz wollte die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel eigentlich das ökonomische Gesetz außer Kraft setzen. Das war eine Kampfansage, möchte ich mal sagen, obwohl sie es nicht so gemeint hat, aber es ist eine Kampfansage an das ökonomische Gesetz, das Milton Friedman sehr treffend formuliert hat. Sie sagt, nein, wir schaffen das. No way. Wir schaffen das nicht. Wir können uns nicht gegen ökonomische Gesetzmäßigkeiten stellen. Und das hat lange gedauert, hat viel gekostet, aber ich denke, so langsam beginnen das die Verantwortlichen zu begreifen. Sie haben ja auch sehr schön geschrieben, und das ist natürlich so ein Thema, das vor ein paar Jahren, als das Wir schaffen das aufkam, ist, wir sind so ein bisschen zum moralischen Weltmeister aufgestiegen. Das ist ja was man, sage ich mal, da fühlt man sich ja wohl damit.
Ja, also ich zucke innerlich schon zusammen und kriege so langsam inzwischen die Gänsehaut, wenn ich das Wort Vorreiterrolle höre. Das ist ein Anspruch, den wir oft stellen, aber denke ich, zumindest in der jüngeren Vergangenheit regelmäßig verfehlen. Das geht ja los von der Energiepolitik, wo wir eine Vorreiterrolle spielen wollen, aber eher abschreckend wirken auf die Außenwelt. Und das geht natürlich auch im Bereich der Migration wollen wir eben auch da moralischer Weltmeister sein. Früher wollten es die Schweden, das haben sie aber nicht geschafft. Die haben vor uns eingesehen, dass sie das nicht schaffen und haben umgeschwenkt, haben jetzt aber riesige Probleme natürlich mit den Spätwirkungen der ungezügelten Migration. Es ist ja erschreckend, wenn man sich überlegt, ausgerechnet das Schweden, das wir alle eigentlich kennen, als ein sehr, sehr, sehr friedvolles Land mit sehr, sehr, sehr angenehmen Menschen, haben jetzt eine der höchsten Mordraten in der Europäischen Union. Das ist ja schon problematisch. Ne? Das sind importierte Probleme, muss man leider sagen. Also wir haben lange Zeit eben gedacht, wir könnten mit den Schweden rivalisieren als die in der moralischen Weltmeisterschaft. Ich denke, das spielt natürlich auch so ein bisschen unsere Geschichte eine Rolle. Wir waren ja mal die absolut Bösen. Das absolut Böse kommt aus Deutschland. Und dann wollte man das wettmachen mit dem absolut Guten. Und da hat man sich vielleicht auch ein bisschen selbst erhöht. Und jetzt, glaube ich, treut es doch vielen, dass man die Dinge in Relation setzen muss. Wir können das nicht. Wir können nicht die ganze Welt retten. Weder durch die Klimapolitik noch durch die Aufnahme aller Mühseligen und Beladenen in der Welt. Und es hat erstaunlich lange gedauert, bis die Öffentlichkeit und die Politik das eingesehen haben. Wollen wir mal kurz so ein bisschen den Ist-Zustand durchgehen? Ich meine, wir hatten ja auch bisher immer mal wieder die Diskussion, haben wir eine unkontrollierte Zuwanderung oder ist sie längst wieder kontrolliert? Wie ist denn jetzt mal der sachliche Ist-Zustand? Also wir sind eigentlich immer noch im Niemandsland. Man hat jetzt, denke ich, die Grunderkenntnis gewonnen, dass Sozialstaat und offene Grenzen nicht miteinander vereinbar sind. Man versucht jetzt, den Zustrom zu regulieren. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass über die letzten Jahre und ich glaube, das waren, wenn wir gerade schauen, zwischen 2014 und 2021, das sind ja an die 2 Millionen Asylbewerber reingekommen. Das ist ja eine wahnsinnige Belastung für das Land. Jetzt versucht man das zu korrigieren. Man muss auch noch in Betracht ziehen, dass nur die Minderheit eigentlich überhaupt anerkannt wird letztendlich. Und dass ein großer Teil derjenigen, die hereinkommen, gar keinen Anspruch haben, die dann aber trotzdem geduldet werden und nur ganz, ganz wenige gehen wieder oder können abgeschoben werden. Und das hat man jetzt erkannt und versucht, das zu lösen, indem man jetzt auch die Grenzkontrollen eingeführt hat. Da gibt es auch wieder einen Riesenstreit, sind die effektiv oder nicht. Man hat eingesehen, dass es ein bisschen absurd ist, Menschen aus sicheren EU-Nachbarländern hereinzulassen, die dort durchgegangen sind, und sie hereinzulassen, nur weil sie sagen, nochmal sagen Asyl, das ist absurd. Man hat erkannt, dass die sogenannte Dublin-Verordnung, die dann die Rückstellung von Leuten, die zu uns gekommen, aus sicheren EU-Partnerländern, keinen Asylanspruch haben, dass die wieder zurückgehen, das funktioniert nicht. Das hat man jetzt alles, sagen wir mal, erkannt und jetzt versucht man sich mit schrittweisen Lösungen dem Problem zu nähern. Aber ich fürchte, dass das noch lange nicht reicht. Es ist immer noch ein enormer Zuzug da. Zwar haben die Grenzkontrollen das ein bisschen reduziert, aber es ist immer noch ein enormer Zuzug da von Menschen, die aus verständlichen Gründen zu uns kommen wollen, aber eben nicht die Anforderungen erfüllen, die das Asylgesetz und das Asylrecht für den Zuzug stellt. Aber warum tun wir uns so schwer damit zu sagen, wer keinen Anspruch hat, soll nicht hier sein? Ich glaube, das ist eben dieser Anspruch
aus unserer Geschichte heraus jetzt der Weltmeister zu sein im moralischen Verhalten. Und jetzt prallt eben tatsächlich der Moralismus auf das ökonomische Gesetz. Und wir sehen, die Kosten laufen aus dem Ruder. Knapp 50% der Bürgergeldberechtigten sind Ausländer. Da muss man sagen, da sind jetzt natürlich auch ukrainische Flüchtlinge dabei, denen man auch das Bürgergeld zugesprochen hat. Wer ins Land kommt, kriegt ja zunächst mal eine großzügige Asylbewerberunterstützung. Ich sage jetzt großzügig, relativ zu dem, was die Menschen ja hatten in ihren Ländern. Die kriegen ja mal gleich gegenwärtige Rechtslage 402 Euro als Unterstützung. Eine alleinstehende Person. Und wenn sie dann noch Familienangehörige dazu haben, also nehmen wir eine vierköpfige Familie mit Teenagerkindern, die kommt mal locker auf 1500 Euro im Monat plus Zuschüsse, wenn es Bedarf da ist für Heizung und Wohnung. Na, diese Leute haben in ihren Heimatländern im Schnitt ein monatliches Pro-Kopf-Einkommen von 100 Dollar. Na, das ist ein gigantischer Aufstieg für diese Menschen. Die wollen vielleicht arbeiten bei uns, aber viele können es nicht, weil sie der Sprache nicht mächtig sind. Manche können oder einige können ja nicht mal schreiben. Also sie kommen halt rein aus der durchaus verständlichen Erwartung, ihre Lebensumstände zu verbessern. Sie meinen, das könnte man in Deutschland, haben aber nicht wirklich den Druck, der eigentlich in der Asylgesetzgebung vorausgesetzt wird, dass man das Land verlässt, weil man dort schikaniert wird, weil man dort bedroht wird. Das haben sie nicht. Sie wollen ihre Lebensumstände verbessern. Und dass sie aber die Voraussetzungen nicht mitbringen, in einer komplexen Industriegesellschaft schnell einen Platz zu finden, ist halt die Einwanderung auf dieser Schiene vorwiegend in den Sozialstaat. Und dann dauert es leider viel zu lange, bis die Menschen aus dem Sozialstaat herauskommen und Arbeit finden. Man dachte ja im Jahr 2015, als wir noch die Willkommenskultur pflegten, dass man die Zuwanderer über die Asylschiene sehr schnell in die Beschäftigung bringen könnte. Das hat sich leider als Wunschdenken erwiesen. Die Beschäftigungsquote auch der früher angekommenen Asylbewerber, die jetzt einige sind Asylanten, viele sind geduldet. Die Beschäftigungsquote liegt immer noch deutlich unter dem, was im vergleichbaren deutschen Umfeld zu erwarten ist. Deutlich drunter, auch deutlich unter der Beschäftigungsquote der Einwanderer aus den EU-Ländern. Hinzu kommt, dass halt auch die Produktivität dieser Menschen unter dem Durchschnitt, der durchschnittlichen Produktivität der Erwerbsbevölkerung liegt. Deshalb kriegen die meisten dieser Leute, die im Job sind, natürlich auch geringe Löhne. Jetzt müsste man von einem Einwanderungsland erwarten, dass die dazukommen, dass die mindestens das Produktivitätsniveau der Erwerbsbevölkerung, der heimischen Erwerbsbevölkerung erfüllen. Idealerweise sollen die sogar drüber sein. Das ist ja die Idee. Nicht? Und so gehen dann die typischen Einwanderungsländer Kanada, Australien vor. Die setzen halt strikte Kriterien an und erwarten, dass die kommen, eigentlich die Produktivität erhöhen und nicht runterziehen. Was wir aber sehen ist, nicht nur durch die Einwanderung, halt aber auch durch die Einwanderung, ein Abschwächen unserer Produktivität. Seit 6 Jahren sinkt die deutsche Produktivität, damit meine ich jetzt die Wertschöpfung pro Erwerbstätigen, geht zurück. Wir brauchten aber eine gewaltige Steigerung, um mit den Herausforderungen durch die Alterung fertig zu werden. Die Zuwanderung, die wir haben, leistet das nicht. Die wir wollen, bekommen wir nicht. Denn viele Leute, die jetzt einen Beitrag leisten könnten, die sich höhere Einkommen versprechen, wenn sie aus dem Ausland zu uns zuwandern, die werden natürlich abgeschreckt durch die hohen Steuern. Diejenigen, die keine Steuern zahlen, aber Sozialleistungen beanspruchen, werden angezogen. In anderen Ländern ist es genau umgekehrt. Dort schrecken die niedrigen Sozialleistungen ab und die relativ niedrigen Steuern ziehen an. Und so haben wir eigentlich jetzt, sagen wir mal, einen sehr ungünstigen Mix für die Zuwanderung, die wir benötigen.
Warum, ich meine, jetzt kamen ja auch schon viele Zahlen in diesem Jahr, gerade zu den Flüchtlingen, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten. Man hat Zahlen aus den skandinavischen Ländern, wo, weiß nicht, zwischen 70% und 80% der Geflüchteten aus der Ukraine längst im Arbeitsmarkt integriert sind. Bei uns sind das irgendwie, glaube ich, zwischen 20% und 30%. Ja. Irgendwas. Warum tun wir uns so schwer, während alle anderen können es offensichtlich auch? Also ich denke, das ist natürlich auch sehr kontrovers, wird ja auch jetzt gerade sehr kontrovers diskutiert. Ich glaube, dass unser Sozialstaat einfach viel zu stark ausgebaut wurde. Die Arbeitsanreize sind zu niedrig. Wer reinkommen kann in das Land, Bürgergeld bezieht, die Ukraine sofort, andere nach spätestens 18 Monaten, ob sie anerkannte Asylbewerber sind oder nicht, der kommt dann, auch wenn er eine größere Familie hat, und oft ist es ja auch dann bei den Asylbewerbern so, dass dann eine größere Anzahl von Personen mitkommt, die kommen halt auf Einkommen, die nahe an das Einkommen von Erwerbstätigen herankommen. Und ich hatte kürzlich von Boris Palmer da ein Video gesehen, wo er berichtete, dass in Tübingen er Arbeitsangebote geschaffen hätte für Asylbewerber und dass da durchaus ein Maler dabei war, der eine Weile gearbeitet hätte, aber dann nicht mehr kam. Und auf die Nachfrage, warum er nicht mehr kommt, hat er gesagt, er hätte zu Hause so viel zu tun und das Arbeiten lohnt sich gar nicht, weil das Bürgergeld so hoch ist. Also wir haben da einfach einen viel zu großzügigen Sozialstaat, der ist teilweise auch in Reaktion auf die Agenda 2010 und auf die Hartz-Gesetze gekommen. Damit haben sie viele Leute schwer getan, obwohl ich persönlich finde, dass das eine Reform war, die unseren Sozialstaat sehr viel effizienter gemacht hat. Aber das hatte die SPD Probleme. Und seit die SPD jetzt in der Regierung ist, hat man halt Schritt für Schritt versucht, die Agenda-Gesetze zurückzufahren, den Sozialstaat wieder aufzubauen. Ja, und jetzt haben wir da einen Albatros. Wir haben einen Albatros kreiert von Sozialstaat, der halt nicht abhebt. Der belastet die Wirtschaft. Deutschland hebt nicht mehr ab, ne, von der Stadtbahn, sondern hängt fest. Ja, Sie haben es angesprochen, die Folgen für unseren Staatshaushalt und vor allem unseren Sozialhaushalt sind natürlich gravierend, ne? Ja, in der Tat. Ich meine, wir geben ungefähr 55 Milliarden Euro dieses Jahr fürs Bürgergeld aus. Ist gewaltig. Und nächstes Jahr soll das nochmal steigen, 12%. Das ist weit mehr als der Mindestlohn. Das heißt also, wir leisten uns einen enorm teuren Sozialstaat, haben jetzt starke Finanzprobleme, bringen uns aber nicht dazu, hier einzusparen. Die Einsparungen im Sozialbereich würden meines Erachtens sowohl die Arbeitsanreize erhöhen, mehr Leute in Beschäftigung bringen und gleichzeitig einen erheblichen Beitrag zur Lösung der gegenwärtigen Finanzprobleme leisten. Aber das scheint halt von der Regierungsmehrheit, also von Rot und Grün, nicht gewollt zu sein. Dagegen stemmt man sich. Und ob man da sich durchringt, dort zu kürzen oder womöglich wieder an den Investitionen, falls überhaupt noch Geld übrig ist, spart, sodass die Infrastruktur noch weiter runterkommt, wird sich zeigen. Ja, das ist ja die ganz große Frage. Ich meine, mittlerweile kriegen wir ja keine Staatshaushalte mehr zusammen und unsere lustigen Finanztricks wie Sondervermögen, die ja Sonderschulden sind, sind dann ja so gesehen glücklicherweise auch mal gestrichen worden. Können wir uns diesen Sozialstaat als Deutschland überhaupt leisten, den wir da aufbauen? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, man geht ja davon aus, dass Deutschland ein reiches Land sei. So heißt es immer, wir sind ein reiches Land. Und wir haben so die Vergangenheit im Kopf, wo wir uns viele, viele, viele Dinge geleistet haben und denken, dass wir uns weiter leisten können. Aber dem ist nicht so. Deutschland ist momentan unter enormem Druck, international unter enormem Druck, wirtschaftlich, geopolitisch unter enormem Druck. Ich will das mal so zusammenfassen. Ich denke, das deutsche Erfolgsmodell, das deutsche Geschäftsmodell, das uns so viel Erfolg beschert hat, das war die Kombination aus Können
mit Fleiß und billiger Energie. Darauf basierte unser Wohlstand. Wir haben mit dieser Formel eine formidable Industriemacht zustande gebracht. Deutschland war bisher ein Industrieland. Ja. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, dann sieht man, dass diese Formel bröckelt. Billige Energie ist weg. Wir haben mit die höchsten Energiekosten, insbesondere die höchsten Stromkosten der Welt. Ist gigantisch. Unsere Unternehmen sind nicht mehr wettbewerbsfähig gegenüber USA und China. Sowieso nicht. Aber sogar das europäische Ausland ist da besser aufgestellt. Also billige Energie ist mal weg. Fleiß, es herrscht Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel. Wir haben viele Menschen hier im Land, aber keine Fachkräfte in genügender Anzahl. Fachkräftemangel. Aber viele Leute meinen immer noch, Gewerkschaften, wir sehen es ja jetzt, meinen noch, wir könnten diese Fachkräfte noch weniger nutzen. Wir könnten eine Viertagewoche einfügen. Das heißt also, Fleiß scheint auch nicht mehr der zu sein, der er mal war. Und jetzt kommt das Können. Es jagt ja eine Bildungsstudie, die eine Katastrophe anzeigt, die andere. Jetzt kommt ja wieder PISA raus und da raffen sich die Verantwortlichen schon innerlich mal, stärken sie sich schon innerlich für das nächste Desaster. Unsere Kinder können nicht mehr richtig oder viele Kinder können nicht mehr richtig rechnen, lesen und schreiben. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Schulen überlastet sind mit Kindern von Zuwanderern, die nicht Deutsch beherrschen. Das ist nicht das einzige Problem, aber in den sogenannten Brennpunkten ist das ein riesiges Problem. Und das heißt also, unsere Erfolgsformel, die ist momentan unter enormem Druck und beginnt zu zerbröseln. Und das heißt also, dass diese mehr vom reichen Land, das ist die Vergangenheit. Was wir brauchen, wäre ein enormer Innovationsschub. Was wir brauchen, wäre eine neue Anstrengung. Wir müssen die Ärmel hochkrempeln. Ja, und wir können eigentlich nicht uns zurücklehnen und Geld freigebig verteilen im Inland an die Beladenen und Bedürftigen, im Ausland an alle. Wir volontieren hohe Summen für die Rettung des Weltklimas. Wir bezahlen alles Mögliche hier und dort. Das ist alles noch aus einer Zeit, in der man daran glaubte, dass Deutschland so reich sei. Die Zeit ist vorbei. Wir haben eigentlich nichts mehr zu verschenken, sondern wir müssen uns anstrengen, das wieder zu erarbeiten. Und dieser Groschen, der fällt enorm langsam. Sowohl in der Bevölkerung, obwohl die Bevölkerung ist wahrscheinlich dem voraus, aber noch langsamer im Kompetenzzentrum Berlin. Haben Sie eine Erklärung dafür? Wir diskutieren da ja auch immer wieder darüber, warum ökonomische Gesetze und eigentlich am Ende des Tages gesunder Menschenverstand, was unsere Produktivität angeht und auch quasi was unseren Wohlstand sichert oder auch wieder nach vorne bringt, dass das so gänzlich fehlt. Ja, also wenn ich so mir die vergangenen Jahre Revue passieren lasse, dann denke ich, da war schon ein Scheidepunkt war die Finanzkrise 2007, 2008. Da ging viel kaputt. Da wurde im Grunde genommen die liberale Wirtschaftsordnung in Frage gestellt. Da haben sich in der Tat gierige Banker vorher an den schönen Früchten der Finanzmärkte bedient. Aber man muss auch sagen, die Zentralbanken durch ihre Niedrigzinspolitik haben das natürlich auch befördert. Die hatten also auch einen großen Anteil daran, dass der Finanzmarkt ins Kraut schoss und dann brach er zusammen. Statt jetzt nüchtern Bilanz zu ziehen und zu sagen, was war's denn? Die Anreize waren so gesetzt, dass da viele Glücksritter im Finanzmarkt das große Geld machen konnten, weil der Zins künstlich niedrig gehalten worden war in den Jahren davor, nach dem Platzen der Technologieblase 2000. Statt das nüchtern zu sehen, kam die Erzählung auf, der böse Kapitalismus ist schuld. Jetzt müssen wir den Kapitalismus zähmen, wir müssen den Finanzsektor durchregulieren und wir brauchen noch niedrigere Zinsen, damit das Ganze läuft. Jetzt haben wir also die Zinsen komplett abgeschafft, in Deutschland auf Negativwerte gesetzt. Da hatte man dann eine Situation, in der die Bundesregierung bezahlt wurde, dass sie
dass sie Anleihen emittierte. Also der Schuldner wird dafür bezahlt, dass er Schulden macht. Da gibt es von dem ungarischen Ökonomen, ich glaube, ungarischer Ökonomen Janusz Kornay, gibt es ja aus der Analyse der sozialistischen Wirtschaft, gibt es das Konzept der weichen Budgetrestriktion. Nicht? Also der sozialistische Staat, der konnte nie mit knappen Ressourcen managen, sondern da wurde eigentlich immer dann das Geld unter die Leute gestreut, weil man halt hohe Kosten hatte, die konnte man nicht einfangen, also druckte man das Geld. Da gab es dann unterdrückte Inflation, das heißt, die Leute mussten Schlange stehen für Dinge. Die hatten viel Geld in der Tasche, aber sie konnten es nicht wirklich ausgeben. Und so erzeugte diese künstliche Null- und Negativzinspolitik bei der Regierungspolitik eine Mentalität wie im Sozialismus. Es gibt keine harte Budgetrestriktion. Geld ist einfach beliebig vermehrbar. Es kostet ja nichts. Und da kann man alle diese Dinge hier sich leisten. Man verteilt das Geld zu Hause, man verteilt das Geld in der Welt. Man kümmert sich auch kaum noch um die Infrastruktur. Man lässt die Dinge schleifen. Es ist ja alles durch Gelddrucken leicht möglich. Man dachte ja, man hätte sowas wie das Perpetuum mobile erfunden. Die Zentralbank druckt das Geld, der Staat gibt's aus. Und was passierte? Bang! Was immer in solchen Situationen passiert, die Inflation kehrt zurück. Ja. Man dachte, die sei tot. Das ist ein Irrtum. Inflation, also solche Geldschwemmeninflation, wie wir sie jetzt gesehen haben, das ist wie der Drache, der sprichwörtliche Drache in der Höhle. Ne? Der schläft lange Zeit und dann reizt man ihn so richtig und dann kommt er raus und faucht. Und das haben wir jetzt. Und dann, wenn die Inflation da ist, dann muss der Zins steigen. Auf einmal kommt die harte Budgetrestriktion zurück. Das kennen die aber gar nicht, die da in der Verantwortung sind. Die sind das gar nicht gewöhnt. Das ist eine enorme Anstrengung, sich diese neue Realität jetzt auch mal wieder einzuverleiben, zu sehen, was das bedeutet. Ja, dann möchte man die Realität sozusagen umgehen mit Schuldentöpfen, Sondervermögen und so weiter, hier und da. Dann sagt korrekterweise das Bundesverfassungsgericht, nee, funktioniert so nicht. Ihr habt euch da gewisse Korsetts gegeben. Könnt ihr nicht machen. Und jetzt sagt der Finanzminister korrekterweise, aber auch wenn wir die schleifen würden, diese Korsetts, dann bezahlen wir ja hinterher Zinsen, die sind gigantisch. Ja, die können wir sie gar nicht mehr leisten. Dann kommt der nächste, da muss der Zins wieder gedeckelt werden, da muss die Zentralbank wieder rein, dass der Staat sich billig verschulden kann. Und dann kriegen wir am Ende eine trabende Inflation mit einer schlappen Wirtschaft und im schlimmsten Fall argentinische Verhältnisse. Wie bekommen wir die verhindert? Also wie heißt das so schön? Ich möchte jetzt keine Schleichwerbung machen, aber umparken im Kopf ist angesagt. Das ist der erste Schritt, ja. Wir müssen wieder zurückbesinnen auf das, was uns tatsächlich groß gemacht hat, Können und Fleiß, und wir müssen an der Energie arbeiten, dass die billiger wird, und wir müssen irgendwelche Blütenträume einfach beenden. Wir werden eine Klimaneutralität ohne Atomenergie nicht herstellen. Wenn wir so blöd sind, den Atomstrom zu importieren, dann werden die anderen den für uns herstellen. Aber besser wäre es, wir würden über diese Klippe springen und tatsächlich auch das machen, sodass die Energie wieder bezahlbar wird. Ja. Wir müssen wieder hergehen und wir müssen tatsächlich uns wieder die Ärmel hochkrempeln, wie es die Nachkriegsgeneration gemacht hat. Da hat keiner für die 4-Tage-Woche gestreikt. Ja, da wurde dann schließlich nach langer Debatte, da wurde dann also die 5-Tage-Woche eingeführt. Ja, da sagte ich, ich kann das als Kind kannte ich das noch. Die Arbeiter, die kamen halt am Samstagmittag heim, nicht am Freitag oder jetzt sagen vom Donnerstag und so. Wir müssen also wieder fleißiger werden. Wir müssen uns anstrengen. Wir müssen länger arbeiten. Gut, ja, ich habe ja mein Rentenverfallsdatum schon überschritten und arbeite immer noch. Ist für mich jetzt natürlich leichter als für den Dachdecker. Da käme ich auch nicht mehr hoch. Aber diejenigen, die es können, müssen halt auch länger arbeiten. Und dann müssen wir uns natürlich in der Bildung anstrengen. Das ist das härteste, das dickste Brett, das wir zu bohren haben. Aber da müssen wir wieder zulegen. Denn letztendlich, ich meine, die alten Bodenschätze, die wir mal hatten, Kohle und so weiter, das ist ja jetzt nicht mehr, das ist kein Reichtum mehr. Ne? Was wir haben, sind die Menschen. Und das ist Bildung.
Und das verfällt halt auch, und da müssen wir umsteuern, da müssen wir zulegen, dass das wirklich das härteste Brett, das wir da bohren müssen. Also die drei Dinge, daran müssen wir wieder arbeiten. Und das müssen alle begreifen. Nee, Erbe Hochkrempel, natürlich ist erstmal immer die erste Maxime und mehr Fleiß an den Tag legen. Aber dazu bräuchte es natürlich auch einen Staat, der das in irgendeiner Form quotiert. Also auch natürlich, was Sie angesprochen haben, zum Beispiel mal sowas wie eine Marktwirtschaft, die ihre Kräfte entfalten kann. Auch das ist ja Teil unseres ökonomischen Gesetzes. Das bräuchte es schon auch, weil sonst sagt sich natürlich jeder, und das unterscheidet natürlich die heutige Zeit von einer Nachkriegszeit, da gab es diesen Diskussionsspielraum gar nicht, denn alles lag halt in Trümmern. Heute liegt es zumindest physisch so nicht in Trümmern, ne? Das ist schön, dass es nicht so in Trümmern liegt. Ja, natürlich. Ist aber auch eine Gefahr. Ne? Man ruht sich auf Lorbeeren auch mal aus. Und das ist eine große Gefahr. Ich habe mir das mal angeschaut. Ich meine, im Laufe meiner Jahre bin ich eigentlich vom modellbauenden Ökonomen eher in Richtung Wirtschaftsgeschichtler gewandert. Ja. Und studiere jetzt mit großem Interesse Wirtschaftsgeschichte oder Geschichte überhaupt und daraus was zu lernen, auch für die Ökonomie. Jetzt ist natürlich mit so einem Hobbyhistoriker, der findet dann immer bestimmte Dinge, die er entdeckt, ganz toll, und der Profi sagt dann, naja, also halt mal die Luft an. Aber ich habe mir mal jetzt im Verlauf dieses Jahres, habe ich mich etwas mit römischer Geschichte beschäftigt. Und da gibt es schon einige Parallelen, die einen doch sehr nachdenklich stimmen. Einige der Zuhörer werden vielleicht noch den Spruch von Guido Westerwelle, dem verstorbenen FDP-Vorsitzenden, kennen, der von spätrömischer Dekadenz gesprochen hat. Das war schon viele Jahre vorher. Und er wurde natürlich in der Luft zerrissen. Und das wurde so als Worthülse abgetan. Aber wenn man sich da mal mit beschäftigt, dann, glaube ich, kann man daraus lernen, dass man vermeiden sollte, sich auf den Lorbeeren auszuruhen und eben nicht mehr die Ärmel hochzukrempeln. Das Römische Reich war ja eine gewaltige Macht, ja, also eine Weltmacht, kann man sagen. Da war die Welt noch kleiner, weil die Transportmittel etwas beschränkter waren. Es war eine gewaltige Weltmacht und die haben sich auch wahnsinnig angestrengt. Aber über die Zeit, und wir reden jetzt zu die ersten paar Jahrhunderte nach Christi Geburt, über die Zeit wurde denen das halt auch ein bisschen zu anstrengend. Wer wollte denn schon am Limes in Taunus Gebirge Wache schieben, fernab der Heimat? Ja, also da wurden die dann doch ein bisschen lockerer. War ja toll, dann stellten sie auch fremde Legionäre ein, die waren aber nicht mehr so dem Staat verpflichtet, sondern in erster Linie ihrem Anführer und dem Sold. Ja. Dann ging ihnen das Geld aus, dann hatten sie die Münzen verschlechtert, da gab es Inflation, die Legionäre wollten sich in diesen schlechten Münzen nicht mehr bezahlen lassen, haben sie die Steuern erhöht, aber die Leute wollten auch keine Steuern bezahlen, haben sie dann vermieden, dann haben sie die Ausgaben runtergefahren, um Geld zu haben fürs Militär. Das führte dazu, dass die Infrastruktur zerfiel. Und dann kam zum Schluss noch dazu, dass es dann einen Ansturm von Migranten aus dem Osten gab, die man dann im Jahr 399 reingelassen hat. Und wenige Jahre später wurde Rom geplündert. Also ich will jetzt hier kein Horrorszenario an die Wand malen, aber man ist, glaube ich, gut beraten, so ein bisschen in die Geschichte zu schauen und zu erkennen, dass es nicht nur einen Weg für eine Wirtschaft und eine Gesellschaft gibt, nämlich den Weg nach oben, sondern es kann auch wieder nach unten gehen, wenn man vergisst, auf welche Kräfte man seinen Wohlstand verdankt. Ja. Und da haben wir nach dem Kriege, die Nachkriegsgeneration hat da Enormes geleistet. Und die Folgegenerationen haben da mehr oder weniger darauf aufgebaut. Aber momentan stehen wir so an einem Kipppunkt. Und da ist jetzt erneut Anstrengung notwendig. Und das bedeutet mehr Ordnungspolitik statt Interventionspolitik. Mehr, wenn Sie so wollen, mehr Milton Friedman als John Maynard Keynes. Oder mehr Ludwig Erhard als Mariana Mazzucato.
Das ist die Lieblingsökonomin von Robert Habeck, laut eigener Aussage. Sie pflegt einen, würde ich mal sagen, etwas simplistischen Staatsinterventionismus als Modell. Und das führt uns ins Desaster. Jetzt haben wir natürlich, Sie haben es vielfach jetzt angesprochen, natürlich unfassbar viele Herausforderungen hierzulande zu stemmen. Und viele davon sind auch verbunden mit Investitionen. Ohne die wird es nicht gehen. Das fängt von der Bildung an, geht über die Infrastruktur und so weiter und so fort. Und irgendjemand muss dieses Geld investieren. Deswegen, ich kenne die Antwort, ich stelle die Frage trotzdem. Muss die Schuldenbremse nicht weg, damit wir den Raum haben, zu investieren in eine gute Zukunft? Ich glaube, nein. Die Schuldenbremse ist in der Tat simpel. Sie begrenzt, wie der Name schon sagt, die Verschuldungsmöglichkeit des Staates. Ist aber interessant, die Wirkung dieser Schuldenbremse mal sich genauer anzuschauen. Mein früherer Arbeitgeber, der Internationale Währungsfonds, stellt hilfreich in seiner Datenbank Daten zu Staatsbilanzen zur Verfügung. Das hat man bei uns mal vor ein paar Jahren gemacht. Dann kam raus, dass bei Bundesländern ein paar Bundesländer immer nur negatives Eigenkapital hatten, hoffnungslos überschuldet sind. Da hat man es eingestellt. Der IWF macht es weiter. Und ich habe mir das mal angeschaut. Da gibt's die Daten gibt es ab dem Jahr 2000 für Deutschland. Da fingen wir an mit einem negativen Nettovermögen, also das, was eine Unternehmung unbedingt vermeiden will, das Eigenkapital auf der Aktivseite der Bilanz, also mit einem negativen Nettovermögen von 9% des Bruttoinlandsprodukts. Wirklich nicht gut, aber auch jetzt kein Desaster. Dann haben wir uns aber bis ungefähr ins Jahr 2010, 11, also die Jahre bis nach die Schuldenbremse wurde 2009, wenn ich recht erinnere, 2008 wurde sie beschlossen, aber 2010, 11 begann sie dann zu wirken. Also wir haben uns bis zu der Schuldenbremse hinuntergearbeitet auf -25% des Bruttoinlandsproduktes. Das heißt also, die Überschuldung betrug 25% des Bruttoinlandsprodukts oder einfacher gesagt, es gab um diesen Betrag höhere Verpflichtungen als Aktiva, ne? Das ist dann so der Ausgleich. Ne? Und dann kam die Schuldenbremse und entfaltete ihre Wirkung. Und wir haben das dann bis zum Jahr 2021 haben wir das runtergearbeitet auf -3,7%. Das heißt also, die Schuldenbremse hat den Staat gezwungen, seine Überschuldung zu reduzieren und eine bessere Bilanz zu gestalten. Ne? Also das hatte also wirklich handfeste Folgen. Man kann sich das ganz schön auch anschauen, wenn man Frankreich nimmt als Vergleich. In der Diskussion um die Schuldenbremse ist ja weniger thematisiert worden, dass wir die ja in europaweit, also in der EU, im Euroraum eingeführt haben. Jedes Land sollte die ja eigentlich in der Verfassung haben und jedes Land sollte sich daran halten. Nur wir haben uns daran gehalten, die anderen nicht. Also Frankreich hat auch eine Schuldenbremse. Das war im Rahmen der sogenannten Fiskalpakte hat man das gemacht. Jedes Land hat das. Aber die Franzosen sind von -20 auf -44% gegangen, haben sie also überschuldet. Mit anderen Worten, diese Schuldenbremse ist zwar simpel und manche sagen, sie sei simplistisch, aber wenn man sie abgleicht mit dem, was dann hinterher rauskommt, hat sie ihren Wert. Man sollte deshalb meines Erachtens diese Schuldenbremse in Zusammenhang mit der Entwicklung der Staatsbilanz sehen. Nun ist die Entwicklung der Staatsbilanz für den normalen Bürger, sagen wir mal, nicht so ganz durchsichtig. Es ist eher so was für Ökonomen, die können sich das dann anschauen. Aber die Schuldenbremse ist auch für den normalen Bürger und den Politiker fassbar, greifbar. Deshalb würde ich also die Schuldenbremse behalten wollen und in Zusammenhang mit der Staatsbilanz betrachten. Tja, aber wo kriegen wir dann das Geld für die Investitionen her, die wir dringend bräuchten? Ja, wir haben ja da auch immer so eine Diskussion mit Heiner Flassbeck. Der kommt natürlich aus einem ökonomisch anderen Lager als Sie jetzt. Aber quasi der eine Einwand, den er natürlich, oder die eine Frage, die er natürlich in den Raum wirft, irgendeiner muss investieren und der muss dazu auch Schulden machen. Und wenn es die Haushalte nicht tun und vor allem die Unternehmen nicht tun, irgendeiner muss in die Bresche springen, sonst geht halt nichts vorwärts.
Also in dem Punkt stimme ich mit Herrn Flassbeck überein, wir müssen investieren. Wir haben viel zu wenig investiert, das sieht man, wenn man durch das Land geht. Ja. Wir müssen investieren. Aber man kann sich nicht verschulden, um Konsumausgaben zu finanzieren. Und insofern muss man hergehen, wir haben immer noch ein negatives Nettovermögen. Ja. Das heißt also, wir müssen darauf schauen, dass wir unsere Konsumausgaben reduzieren. Und dann kann man, wenn man das getan hat, dann kann man sich überlegen, welchen Betrag kann man ausgeben, um tatsächlich den staatlichen Kapitalstock zu erweitern. Das wird aber letztendlich weitaus weniger sein, was man da so an Verschuldungskapazität hat, als viele denken. Denn die meisten wollen sich ja verschulden, um zum Beispiel die Klimatransformation zu finanzieren. Ja, da frage ich mich, wie soll denn das gehen? Denn wenn wir hergehen und sagen, wir haben einen Kapitalstock. Ja, ich war kürzlich bei einem großen Stahlunternehmen, die machen gerade so die grüne Transformation. Das ist gigantisch. Ne? Diese Hochöfen sind höchst beeindruckend. Wahnsinn, was da abläuft in so einem Stahlwerk, ja. Und es wurde mehr als 100 Jahre aufgebaut. Da ist ein unheimlicher Kapitalstock da. Und die sagen, so, Stahl zu erzeugen mit Eisenerz und Koks, Kohle und Koks, vorbei. Wir müssen das jetzt auf Wasserstoff umstellen. Das heißt also, der ganze Kapitalstock wird praktisch entwertet. Das ist eine Abschreibung, ja, keine Neuinvestition. Also, ich kann mir nicht vorstellen, ich kenne auch betriebswirtschaftlich hier keinen Grund dafür, dass man Abschreibungen über Schulden finanziert, also Ersatzinvestitionen über Schulden finanziert. Die ganze Klimatransformation macht uns ja grundsätzlich erstmal ärmer, weil Dinge, die wir Kapitalstock, den wir bisher benutzt haben, der wird entwertet und da müssen wir jetzt wieder aufbauen. Und erst Zusatzinvestitionen kann man dann möglicherweise über Schulden finanzieren, obwohl auch da muss man sagen, man sollte da mit Fremdfinanzierung vorsichtig sein. Und man, die Unternehmen leisten einen hohen Anteil der Investitionsfinanzierung eben aus dem laufenden Geschäft, aus den Gewinnen. Ne? Und Fremdfinanzierung muss man aufpassen, denn da läuft man dann ja oft ins Messer, wenn man das nicht gut macht. Also insofern würde ich sagen, wir müssen den Gürtel enger schnallen. Kommt leider da drauf. Wir müssen den Gürtel enger schnallen. Wir müssen an die Ausgaben ran. Der Finanzminister sagt ja korrekterweise, wir haben kein Einnahmenproblem. Wir haben ein Ausgabenproblem. Die Einnahmen sind inflationsbedingt, werden die nach oben getrieben. Da nochmal drauf zu satteln mit Steuererhöhungen wäre eigentlich wiederum Gift für die Unternehmen, aber auch für die Zuwanderung von Fachkräften, die sagen, was soll ich in ein Land kommen, dass man praktisch alle Früchte meiner Arbeit wieder wegbesteuert. Wir sind, was die Besteuerungsquote angeht, wir sind, was vor allem halt zusammen noch mit der Soziallastquote, da stehen wir ziemlich weit oben, ja, in der Belastung. Da ist halt mehr nicht mehr drin. Sonst gehen die Unternehmen ins Ausland und Fachkräfte kommen nicht zu uns. Also es bleibt eigentlich nur, den Gürtel bei den Ausgaben enger zu schnallen und da um Gottes Willen jetzt aber nicht die Investitionen auch noch kürzen, die wenigen, die wir haben. Ne? Um Gottes Willen ja nicht bei der Bildung kürzen, die ich jetzt also nicht als Investition im klassischen Sinne rechnen würde, weil das ist einfach, wenn man das macht, ne, dann verschwindet der ganze Begriff. Bildung muss man aus den laufenden Ausgaben herausfinanzieren. Also da müssen wir, wir müssen an die Dinge ran, die man sagen, an das Fett am Körper müssen wir ran. Und leider, auch wenn das für viele Leute jetzt herzlos klingt und manche sich dagegen heftig wehren, der Sozialstaat hat viel zu viel Fett angesetzt. Leider. Jetzt, Sie sagen es ja richtig, ich meine, da sind wir, glaube ich, alle beieinander. Wir müssen ein bisschen diesen Staat schlanker machen, weil wir eben bei den Ausgaben etwas zu voluminös unterwegs sind in allerlei Richtungen. Aber das wird uns ja wohl kaum reichen. Das reicht ja, um mal wieder einen positiven Staatshaushalt zu haben. Aber es reicht ja nicht, um die wichtigen Investitionen in die Zukunft zu tätigen, die wir da zu tätigen haben. Also wenn wir da so vorgehen, dann brauchen wir aber verflucht lange. Ja, also wir haben jetzt uns auf den Staatshaushalt gerade konzentriert. Ne? Das war ja auch so die Frage Schuldenbremse und so weiter. Aber das allein reicht ja nicht. Ne?
Die Spatzen pfeifen es ja von den Dächern, dass wir im Wirtschaftsleben durch eine wahnsinnige Bürokratie laufend Knüppel zwischen die Beine werfen. Also es ist gigantisch, was man da alles immer wieder beachten muss. Ich sehe das ja auch hier bei uns in der Firma Datenschutz. Das ist also, ist ja gut gemeint, aber es ist ein irre Aufwand. Also die in der Firma, in der ich arbeite, die schnellsten wachsende Abteilung ist Compliance, also die Rechtsabteilung. Das sind ja alles jetzt nicht Leute, die sind ja alles geschätzte Kollegen und die machen einen tollen Job, aber sagen wir mal so, die könnten ja auch irgendwie anders unterwegs sein beruflich, als jetzt immer nur die staatlichen Gesetze zu interpretieren, aufzupassen, was man da auch ja nichts falsch macht, ja, weil der Staat selbst weiß ja schon nicht mehr, wie man die Gesetze auslegen kann. Da kommt man ja schnell in die Bredouille, wenn man da jetzt nicht hochkarätige Experten hat. Also Bürokratie ist ein riesiges Hemmnis, das sagt Ihnen eigentlich jeder Unternehmer. Und da müsste man natürlich auch ran. Also Sparen allein ist nicht. Man braucht Bürokratieabbau. Wir müssen uns wieder zurückbesinnen, dass der Staat eigentlich für einen belastbaren Rahmen für die private Wirtschaft zu sorgen hat und eben nicht als Unternehmer selbst tätig werden will. Und nicht als Überregulierer die Wirtschaft in bestimmte Bahnen lenken soll. Also Herr Habeck, würde ich sagen, müsste sich einen anderen Lieblingsökonomen, wahrscheinlich ist es eben eine andere Lieblingsökonomin, wählen als Mariana Mazzucato, die genau diesen Interventionismus befürwortet. Aber reicht das, was Sie skizziert haben, um die privaten Unternehmen dazu zu bringen, wieder die Rolle des Investors und auch Schuldners in unserem System zu machen, um das Land irgendwie nach vorne zu bringen? Also es gibt ja immer noch Stärken im Land, und wenn Sie herumgehen, mit den Leuten reden, es gibt viele kompetente Leute, es ist immer noch sehr viel Substanz da. Und ich kenne keinen, der jetzt sagt, ich schmeiß einfach nur hin aus Lust und Laune, ne? Sondern die sagen hier, wir müssen was anderes tun. Wir müssen unsere Produktion jetzt verlagern, wo die Energie billiger ist. Wir müssen irgendwo anders hingehen, wo, was weiß ich, die Leute produktiver sind und so weiter. Also es ist ja nicht so, dass die Unternehmen gern gehen. Im Gegenteil. Nehmen Sie die Pharmaindustrie. Ne? Die Regulierung macht ihnen das Leben zur Hölle. Die verlagern ganze Forschungsabteilungen oder die ganze Forschung überhaupt ins Ausland. Das machen die ja nicht, weil sie gern dorthin gehen. Also insofern denke ich, da ist noch sehr viel guter Wille da. Aber eine insensitive Politik, die überreguliert, die selbst vorgeben möchte, wohin die Reise geht, die zerstört diesen Goodwill. Und dann geht, wer gehen kann, und die bleiben, verarmen. Das ist leider die traurige Wahrheit. Und dann haben wir natürlich noch quasi um uns herum, weil wir ja nun auch in großem Wettbewerb stehen auf der Welt, mit lernen wir jetzt beispielsweise in den USA, die natürlich einen anderen Weg gehen und ja. Im Moment ganz viele Unternehmen und vor allem auch deren Investitionen mit riesigen Summen anlocken. Ja. Müssen wir da nicht irgendein Gegenkonzept haben? Und sei es nur, dass man dann Matching betreibt, damit um wenigstens diese Investitionen im Land zu halten? Also das ist ein gängiges Argument und es ist auch nicht leicht von der Hand zu weisen, zu sagen, die Amerikaner legen vor, wir müssen nachziehen, sonst gehen uns die Unternehmen weg. Die gehen dorthin, wo es das meiste Staatsgeld gibt. Ja, und das machen wir ja auch, indem wir dann zweistellige Milliardenbeträge für Chipfabriken in ostdeutschen Bundesländern ausgeben. Wo man sich dann hinterher fragt, was kostet denn da ein Arbeitsplatz, den Steuerzahler? Irgendwo muss das Geld herkommen. Ne? Wo ich das Geld natürlich zum Nulltarif oder Negativzinsen leihen konnte, konnte ich sagen, naja, gebe ich dir mal 10 Milliarden, why not? Ne? Und ich nehme es vom Markt und es kostet mich nichts. Das ist jetzt anders. Also, ich glaube aber, dass dieses Konzept des Matching der Subventionen in den USA, dass das falsch ist. Denn ich denke, dass die Amerikaner mit dieser Subventionspolitik letztendlich nicht das erreichen werden, was sie wollen. Industrieplanung hat eigentlich noch nie funktioniert.
Die wirklich guten amerikanischen Unternehmen sind nicht von Staats wegen entstanden. Das ist der große Irrtum von Frau Mazzucato, sondern die sind entstanden, weil innovative Unternehmer was gewagt haben, weil die Rahmenbedingungen so waren, weil sie nicht Angst haben mussten, dass ihnen der Staat alle Zugewinne wegsteuert, weil sie sich auf Rechtssicherheit verlassen konnten. Das haben wir auch, weil sie sich auf Rechtssicherheit verlassen konnten. Deshalb entstehen solche Unternehmen eher in den USA als in China, wo dann die Partei hergeht und auf einmal den Unternehmer rauszieht aus seinem Unternehmen. Das war's dann. Also da ist in den USA, sind ja die Magnificent Seven, heißt es im Finanzbereich, also die großen Sieben, die momentan den Aktienmarkt treiben oder getrieben haben im Verlauf dieses Jahres, das sind ja keine Staatsunternehmen, sondern das sind ja wirklich Unternehmen, die entstanden sind, weil es starke Gründer gab. Bezos, Gates, Elon Musk, ein bisschen exzentrisch, aber der hat ja auch Gewaltiges geschaffen. Solche Leute gedeihen, wenn man ihnen den nötigen Ellbogenraum lässt. Und solche Leute brauchen wir, die Neues schaffen. Und deshalb denke ich, dass letztendlich diese Politik von Biden, so sehr ich Biden schätze, ist ein riesiger Glücksfall für Europa. Vermutlich der letzte transatlantische Präsident im Weißen Haus. Das macht uns das Leben so viel leichter. Man muss sich nur vorstellen, ein Trump würde dort sitzen. Was wir dann hier zu tun hätten, das wäre für uns fürchterlich, ob wir das überhaupt schaffen würden. Aber wir haben ja noch haben wir Joe Biden. Also insofern schätze ich Joe Biden als amerikanischen Präsidenten, weil er so gut ist für Europa. Aber ich glaube nicht, dass er der amerikanischen Wirtschaft einen riesigen Dienst erweist, wenn er mit Subventionen um sich schmeißt. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass das amerikanische Staatsdefizit gewaltig ist, die Verschuldung gewaltig. Ja, das kommt nochmal zurück zu denen und die werden auch nochmal ein Umsteuern brauchen. Deshalb sollten wir da nicht in Wettbewerb treten, sondern wir sollten wieder uns darauf besinnen, dass wir mit einem schlanken Staat, einer guten Regulierung, guten Arbeitsanreizen für die Arbeitnehmer, einem Umfeld, in dem sich die Unternehmer wohlfühlen, da kommen wir weiter, länger, und ich benutze jetzt das Motivwort nachhaltiger, als wenn ich als Staat mit Steuergeldern um mich schmeiße, Unternehmer zu bestechen, irgendetwas zu produzieren, was ich politisch für opportun halte. So, also schlanker Staat und damit alle anlocken, ist quasi das große Fazit. Damit kommen wir aus der Krise. Herr Mayer, eine abschließende Sache ist da noch, die ich noch mit Ihnen zu klären habe. Wir hatten letzte Woche hier einen wunderbaren Live-Event hier in München mit Ihrem Kollegen Philipp Horn dran, der hat da auf der Bühne frank und frei erzählt, dass ausgerechnet Sie, die Sie hier so motivierende Reden halten, wie wir unser Land wieder vorwärts bringen, genau jenes demnächst in nicht allzu ferner Zeit verlassen werden, gen Süden. Haben Sie etwa die Hoffnung hier schon aufgegeben, die Sie hier formuliert haben? Nein, ich werde meinen Wohnsitz verlagern in ein Land, das ich liebe, Italien. Das heißt aber nicht, dass ich meine Arbeit in größerer Art verändern werde, sondern ich werde einfach von dort aus arbeiten. Wenn Sie so wollen, würde ich sagen, ich lebe Europa. Das ist sehr schön. Vor allem haben wir einen Grund, dann ab dem nächsten Jahr unsere Interviews wieder persönlich zu machen, weil da kommen wir nämlich zu Ihnen. Das ist nämlich da eindeutig schöner als in Köln, gebe ich zu. Und ich habe nichts gegen Köln. Ja, kommen Sie mal runter. So ist es. Das machen wir gerne, das nehmen wir dann sehr gerne an. Herr Mayer, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich habe mich zu bedanken, hat mir gut gefallen. Sehr schön. Freunde, und ich hoffe, ihr konntet auch wieder einiges mitnehmen. Ich denke, da war auch nach vorne gerichtet einiges Positives. Wir wollen ja an dieser Stelle hier nicht immer nur meckern, sondern eben auch Lösungsideen präsentieren. Und wir werden nicht müde zu versuchen, dass es uns hier im Lande wieder besser geht und wir wieder eine rosige Zukunft haben. Zumindest was mich betrifft für meine Kinder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihnen nochmal vielen Dank für Ihre Zeit und auf bald. Bis dahin. Ciao. We'll be right back.